Ich begrüße euch zu Splatoon 2. Ja, Leute, mir fehlt leider ein bisschen das Geld irgendwie im Revierkampf und auch im Rangkampf. Da verdient man nicht genug. Ich weiß nicht, hab übelste Geldsorgen. Keine Ahnung, was mache ich denn? Vielleicht finde ich ja irgendwo einen Job. Hier, vielleicht bei diesem zwielichtigen Typen. Hallo? Spike? Hast du einen Job für mich? Ich bin ganz artig in Splatoon 1. Da warst du ja auch schon eine große... Oh, hi, hi, hi. Okay, er mag mich wohl nicht. Ja, da werden wir wohl keinen Job finden. Schauen wir mal in die andere Seitengasse rein. Hier. Was ist denn das hier für ein Schuppen? Hey, Typi. Hypertech, weißt du, was das für ein Schuppen ist? Nicht sehr gesprächig. Und du? Kostoman? Er sieht nur grimmig drein. Du? Okay, nee, der weiß auch nix. Ja, gehen wir halt selber mal rein und schauen, was da los ist. So. Hallöchen. Verbindung zum Internet wird hergestellt, okay. Ist das eine Routerfirma? Herr Bär! Hey, wie kann ich dir helfen? Selbstständig. Okay, willkommen zum Salomon Run, Leute. Das ist der Coop-Modus, so kann man sagen, ein Horde-Modus, also wie man es aus Call of Duty kennt, der Zombie-Modus. Nur eben jetzt auch in Splatoon 2, die große Neuerung, der große neue Modus. Hab schon ein bisschen gespielt und... Aber jetzt noch nicht so viel, seht ihr ja, Lehrling 40. Und jetzt spielen wir hier mal ein bisschen und schauen wir uns das mal an. Es ist echt sehr lustig. Kollegen werden gesucht, man kämpft im Team gegen die Fische. Ihr werdet es gleich sehen. Gegen die Zombie-Fische. Und man muss Goldeier finden. Cool, Kollegensuche hat gleich geklappt. Werdet ihr sehen. Ich kann die Waffe nicht selber wählen. Es sind immer... Also der Salomon Run, der ist nicht immer... Da steht nicht immer zur Auswahl, nur immer zu gewissen Zeiten. Und da sind immer gewisse Waffen anwählbar. Ihr seht schon, es ist auch keine normale Map. Es sind extra Salomon Run App, Maps, die extra für diesen Modus da sind. Okay, ich kriege jetzt zuerst den Kalligraph hier als Waffe. Die erste Welle kommt und nach jeder Welle wechseln die Waffen. So, der Korb ist bereit. So, jetzt geht's auch schon los. Hier so ein großer Brocken. Es geht nicht ums Färben. Es geht einfach darum. Hier diese Goldeier in diese Box zu tun. So. Klappt doch. So, da habt ihr gerade gesehen, da war einer tot. Also man kann auch sterben. Und sollte einer sterben, das wird mir vielleicht auch noch passieren. Dann ist man in so einem Schwimmreifen drin. Komm, abgeben. Ja, damit. Abgeben. So, 6 von 6. Die Quote haben wir schon mal erfüllt. Innerhalb des Zeitlimits. Da seht ihr den Zeitlimit. Da, einer ist gestorben. Guckt, jetzt kommt er gleich als Schwimmreifen. Hier, ich muss ihn anmalen, dann lebt er wieder. Und wenn alle tot sind oder wir die Quote nicht erfüllen, dann... ist es beendet. So, hier kommt der nächste. Ja, jetzt im Moment kommt nur der Gegner da. Das ist immer verschieden. Jede Salomon Run Runde ist ganz verschieden. Da kommen ganz andere Gegner vor, andere Bossgegner und alles mögliche. Und die Stage, die Flut, der Wasserstand dieser Stage, der ändert sich auch immer. Und andere Gegebenheiten, da kann Regen vorkommen. Nebel. Oh, jetzt bin ich auch getötet worden. Okay. Schippe ich hier als... Okay.
Es sind alle gestorben. Hat ja schon mal super geklappt. Die Quote haben wir zwar erfüllt, aber es sind leider alle gestorben. Naja. Guter Anfang, oder? Killgrail. Naja, macht ja nix. Oh, guck. Ich hab Abzug bekommen. Naja, aber immerhin. Schon mal hier 60 Punkte. Neuer Job. Komm. Da werden wir schon hinkriegen. Werden wir schon ein bisschen was reißen können, nehme ich an. Kollegen werden gesucht. Hoffentlich finden wir gleich Kollegen. Wird schon klappen hier. Nathan, Arthur und Xavi. Und wieder auf der Schiffswrackinsel natürlich. Schau mal, welche Waffe ich von den vier jetzt zugeteilt bekomme. Bin gespannt. Und der Modus, der ist natürlich am besten, wenn du ihn mit Freunden spielst. Kannst du auch mit der Nintendo Switch Online App Voice Chat machen oder natürlich über Skype oder Discord. So, jetzt bekomme ich die 52er Gallon. Gallon. Mhm. Guckt, jetzt ist die Map viel größer. Der Wasserstand ist nämlich viel niedriger. So. Wir müssen uns gegenseitig beschützen. Ah, zu mir. Der Typ da, mein Kollege. Gibt schon Bescheid. Hier sind Gegner. Okay, guckt. Natürlich, das Wasser dürfen wir nicht berühren. Sonst sind wir natürlich tot. Kennen wir ja, Inklinge sind keine Schwimmer. Oh, Achtung, Wolke, Wolke. Hey, beweg dich, Xavi. So schnell. Was ist unsere Quote? Wieder 6, okay. Gib ab. Gut. Gebt eure Eier ab. Gut, Xavi, so. Guckt mal das Ding hier an. Den machen wir jetzt auch einen Kopf kürzer. Ja, damit... Au, 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 au. Tot, tot, tot. Belebe mich bitte. Danke dir. So, mal kurz cool sagen. Komm, wir bauen noch 2 Eier, dann ist unsere Quote erfüllt. So, jetzt hier mal mein Special einsetzen. Gut gemacht, ich habe den gekillt. So, man kann immer nur ein Fischei gleichzeitig liefern. Das muss man schon ein bisschen im Hinterkopf halten. Okay, einer ist tot. Ein Teammate. Komm. Zeit rennt. So. Hier noch ein bisschen killen. So, die erste Welle ist geschafft. Haben wir gut gemacht, so. Ja. Gehen wir wieder hier hin. Wir wechseln die Waffen. Ja, jetzt habe ich wieder den Kalligraph. So. Jetzt schon. Schauen wir mal, was jetzt in dieser Welle, in dieser Horde auf uns zukommt. So. Ah, da hinten. Mit seiner Pfanne. Gibt natürlich ganz viele verschiedene Gegner, die natürlich alle unterschiedliche Eigenschaften haben. Die langsamen, großen teilen ordentlich aus, können einen schnell töten. Dafür sind sie eben langsam. Aber halten auch mehr aus. Und die Kleinen, die sind natürlich vor allem in der Horde gefährlich. Ah. So, und immer die Bossgegner, also die, da, der zum Beispiel, die sind immer die, die Goldeier haben. Guckt. Ja, damit. Der Behälter von den Goldeiern, der kann auch immer woanders sein. Der muss nicht zwingend hier sein. Ist auch gut zu wissen, oder? Komm, jetzt mal hier ein bisschen aufräumen. Ah, guck. So eine Raupe, so ein Wiggler. So, gib schnell. Also die Eier sind wirklich unsere höchste... Oh, da geht's nicht drauf. Doch! Komm, da ist ein Lift. Gut, wir haben unsere Quote schon mal erfüllt. Das freut mich. Oh, einer von uns ist tot. Wo ist denn der? Schnell, ich fühle mich da nicht gut alleine. Hilfe. Schreit einer nach Hilfe, wo denn? Wo ist denn der, wo ist denn der, der Hilfe braucht? Komm. Na, ah, das schaffe ich nicht mehr, den zurückzubringen, das Ei.
Aber wir haben ja unsere Quote erfüllt. Um das Eis ist zwar schon schade, aber... Was soll man tun? So, was für eine Waffe kriege ich? Platscher. Gut. Letzte Welle. Okay, die letzte Welle ist das. Wo ist unser Korb? Ah, der ist weiterhin hier, okay. Da sieht man mal, also jede Welle, wirklich jede Runde von Salomon Run ist wirklich einzigartig und man weiß nie so genau, was auf einen zukommt. Da! Und man muss da wirklich gut im Team arbeiten. Natürlich klappt es am besten im Voice-Chat. So, wo sind denn die Boss-Gegner? Zu mir. Da hinten, okay. Ja! Ich darf nicht sterben. Ah, ich sagte doch nicht. Fuck. Okay, komm. Ich kann mich hier als Reifen, in diesem Reifen hier gut bewegen. Oh, oh, ein zweiter ist tot. Also ganz langsam bewegen. Ich bewege mich jetzt natürlich hier zu meinen Kumpeln. Oh, danke. So, wir haben... Okay, die Quote ist erfüllt. Aber nicht dank mir. Ich sterbe hier wie eine Fliege. Komm, beleb mich bitte. Komm. Danke. Mich auch noch. Komm schon. Danke. Oh Mann, ist die Waffe scheiße, Mann. Welle geschafft. 10 von 8 haben wir. Unsere Quote mehr als erfüllt. Bin nicht zufrieden mit meiner Leistung, muss ich ehrlich sagen. Bin viel zu oft draufgegangen. Aber Hauptsache, wir haben es geschafft im Team. Guckt. Die Quoten haben wir immer gut erfüllt, immer mehr als nötig war. Das ist natürlich ganz gut. Tüchtig, tüchtig. So mag ich das. Ihr werdet es mal weit bringen, ja hoffentlich. So. Mhm. Ah, jetzt haben wir ein bisschen Pluspunkte gesammelt. Ist auch gut. So, die Eier. Ein neuer Job natürlich. So, Kollegen werden gesucht. Denn... Bass und Nerdschool 98. So. Gibt noch eine zweite Map von Salomon Run und jetzt bald auch eine dritte. Ich glaube, die ist sogar, wenn ihr das Video seht, schon draußen. Das sieht man mal. So, jetzt habe ich wieder diesen Platscher hier. Was sind denn jetzt die Gegebenheiten? Wasserstand scheint normal zu sein. Und auch sonst alles, mehr oder weniger. Was für Gegner tauchen denn auf? Hier. So ein Fliegender. Da muss man die Bomben reinwerfen. Also jeder Bossgegner hat... Ich habe doch eine reingeworfen, oder? Oder bin ich doof? Jeder Gegner hat natürlich seine eigenen Moves. Also Endgegner. Jeder Bossgegner. Seine eigenen Schwächen und verlangt nach einer eigenen Taktik. Und in diesem hier müssen wir natürlich Bomben reinwerfen. Wenn er hier seine Klappe, seinen Mülleimer hier öffnet. Zack. Ging gut. Oh, da ist der nächste. Komm, ich muss vorbei. Ah, du Trottel. Hättest du nicht warten können. Ist ja wurscht. So, sicher abgeliefert. Oh, hier sind ja noch mehr. Komm her damit. Oh, der ist tot. Komm mit. Oh, was macht denn der da? Gut. So, da sind auch Kumpels gestorben. Achtung, da ist so ein Taucher. Das ist auch ganz gefährlich. Boah, es hat zwei sogar. Guckt her. Das ist eine absolute... Quote haben wir schon mal erfüllt. So, komm. Gib die Eier ab. Je mehr, desto besser. Können wir uns dann gute Bonis kaufen. Gute Belohnungen. In
hier die kleinen Eier, die schaden auch nicht. Gut. Welle ist geschafft. Ich sag mal cool. So, was kriege ich für eine Waffe? Wieder die Gallon. Gallon. So, hier könnten sie auftauchen. Ich bleib mal hier, damit man gleich sieht, wo die kommen. Erhöhte Position, ihr wisst es. Von da. Mhm. So, dem muss man natürlich hier seinen Panzer kaputt machen. Oh oh, ein Kumpel ist schon tot. Ganz schlecht. Und wo ist der Tote? Hier. Gut. Waren eh andere Kollegen auch da. Oh, ich habe ja hier Special. Hier habe ich schon alles. Kommen die von da auch oder wie? Ja, der Schirmtyp bekommt. Hier Special! So, Quote zuerst mal erfüllen. 4, gut. Noch mehr Eier. Und jetzt ist unsere Quote auch erfüllt. Guck. Das läuft doch. Oh, ich habe gerade einen Stern gehört. Wo ist der? Hier, Bas. Bas Lightyear. Okay. Der soll ruhig sein Ei hier abgeben. Genau, wow. Guckt euch den an. So, hier, der hat immer an seinem Kopf hier seine Schwachstelle. Die man ihm... Gut, gut, nice. So schnell jeder eine und schnell dahin bringen. Wow. Schaffst du es noch? Nee. Aber wir haben doppelt so viele, als gebraucht werden. Das ist echt bemerkenswert. So, letzte Welle. Und jetzt habe ich mal den Schwapper, ganz gut. Den Kübel. Korb ist bereit. Wow, guck, jetzt wird es ganz dunkel. Oh, shit. Oh Gott, das N64-Zeitalter ist da. Die Rechenpower der Switch ist gerade gestärkt worden. Oh, shit. Guckt euch das an. Wow, was ist das hier? Jetzt muss man natürlich umso mehr Acht geben. Wow, guckt euch das an. Wie in einem Horrorfilm. Oh. Gut. 9 sind verlangt. 1, 2. Gott, einer ist gestorben. Wo ist der Tote? Ah, der ist schon wieder belebt. Wow. Oh, noch einer. Also die Quote, wenn das so weitergeht, haben wir die gleich mal erfüllt. Freut mich. Ei. Gut. Die Fische da, die können natürlich die Eier wieder stehlen. Hier guckt der Dieb. Bist du der Dieb? Nee, das war, ist das ein Bossgegner? Okay. Quote ist erfüllt. Sehr gut. Hier farmen wir ein paar Eier. Ganz gut. Je mehr, desto besser. Gut, wieder belebt. Komm, mach mal das mal. Gib dein Ei ab. Ah! Oh, jetzt hat er uns die Tür vor der Nase zugeschlagen. Voll frech, oder? So, wieder eine erfolgreiche Salomon Run geschafft. Im Nebel. Sehr cool, oder? Und auch wieder mehr erfüllt, als nötig war. Das erfüllt mich, das freut mich. So. Hier guckt, ich habe 15 Eier, ich bin Erster. 15 Eier zurückgebracht. Sehr cool. So, guckt. Neuer Job ein, machen wir noch in diesem Video, oder? Schauen wir mal, was noch passiert. So, Mischi, kommt schon, Kollegen. Hallo, Maxi. Kindra und Chillane.
Ich grüße euch. So, weiter geht's. Schiffswrack, Insel. So, so. Da sind wir auch schon. Alle sind wir bereit. Und ich habe den Platscher. Fang mit dem Platscher an. Guck mal den Special an. Muss ich auch noch einsetzen nachher dann. Oh, unser Kübel ist da unten, oder wie? Ja. Guck, das ist unser Behälter mal da unten. Auch sehr cool. Und hier ist gleich der Langhals, die Giraffe. Oder das Seepferdchen. Kommt, Freunde. Oh, shit, ich bin von der Salami, Salmini, getötet worden. Komm, Hilfe. Danke, Freund. So, gebe ich das schnell ab. Wo ist denn der? So. Achtung, der Großkopf hier. Oh, oh, aufpassen. Abhauen! Jetzt aber Special, komm. Nice, nice. Nicht so nice. Voll ins Wasser gedrängt. Danke fürs Retten. Noch nicht ganz. Hilfe! Danke. Komm schnell, wir müssen schnell zum Kübel hin. Wir haben unsere Quote noch nicht. Ich nenne das immer Kübel, ich weiß. Kommt, gib das ab. Jetzt sind wir schon mal auf der sicheren Seite. Ja, leb halt wieder. Oh, shit. Lass mich darüber schnell abgeben. Nice. Hey, ist einer disconnected? Wieso sind wir nur noch drei im Team? Hilfe. Nein, ich trottel. Was mache ich auch? Lol. Lebe ich wieder? Darf ich leben? Danke. Schwapper. Oh, guckt, jetzt ist dunkel geworden und Wasserstand ist gestiegen. Jetzt ist natürlich umso enger hier oben. Also, mehr Vorsicht ist geboten. Hier, danke, mein Goldschatz. So. Gut. Nice, nice. Rote. Ah. Hab leider auch kein Special mehr aktuell. Nice, aber freut mich. Waghalsiger Sprung, oder? Okay, Bro ist tot. Lebt wieder. Oh, shit, 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 shit. Belebt mich wieder. Danke. Alter! Gut. Der andere Kumpel hat ihn wiederbelebt. Oh, guckt mal, 19. Hilfe, Hilfe. Danke. Es ist echt gefährlich, wenn sie uns einkapseln hier auf engem Raum. Gut. Gut, 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 gut. 23 von 5, Mann. Shit. Ich trottel. So. Letzte Welle. Ich sag mal cool. So, Wasserstand ist wieder etwas zurückgegangen, aber der Nebel ist zurück. Dann kriegt man wieder Angst. Komm. Wo ist unser Kübel eigentlich? Unser Behälter. Wieso nenne ich es immer Kübel? Da vorne. Wow! Der weiße Hai. Ui! Komm her, Arschloch! Wie gefällt dir das? Bäm! Voll explodiert.
Oh Gott. Oh! Da kommt sie schon die Fresse. Gut. Abgeben alles. Alter! Es liegt alles noch an einem. Komm. Oh, jetzt sind wir alle tot. Ich muss sagen, ich habe mich auch blöd angestellt. Das ist auch meine Schuld. Wir haben drei leider verloren. Dafür haben wir viele, viele, viele Fischeier. Aha. Ja, ist klar. Ja. Immerhin keine Minuspunkte. Und jetzt haben wir hier ganz viel Ding gekriegt. So, beenden. Jetzt haben wir uns den Salmon Run mal angesehen. Haben mal angeschaut. Punktestand und Boni. Na, da fehlt mir noch ein bisschen was, aber lang dauert es nicht mehr. Seht ihr mal, haben wir mal einen guten Einblick in den Salmon Run gekriegt, wie der so abläuft. Und das ist echt ein cooler Modus. Also wirklich jedes Mal, wenn du den startest, ist es wirklich anders. Man weiß nie, was einen erwartet. Jetzt haben wir natürlich nur die Schiffswrackinsel gesehen, aber es gibt noch zwei weitere Maps. Also jetzt zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das Video seht, zwei weitere Maps. Und wie gesagt, der Salmon Run, der ist nicht immer erhältlich, nur immer zu gewissen Zeiten, nur an bestimmten Tagen. Da sind auch immer die Bedingungen anders, also eine andere Map und andere verfügbare Waffen, die rotieren. Es ist also wirklich immer etwas, das man spielen kann, und man erlebt wirklich immer was Neues. Das ist das Besondere am Salmon Run. Coop-Modus, der auch einfach nur Spaß macht, sich gegenseitig beschützen und natürlich auch ordentlich austeilen, um immer die Quote zu erfüllen. Leute, ich hoffe, euch hat das gefallen, der Horden-Modus von Splatoon 2, und ich denke, wir werden darin noch viel Spaß haben. Danke fürs Zuschauen und bleibt spritzig!